Meine Gamer und recht herzlich willkommen mal wieder zurück zu einer Runde Let's Play Minecraft. Ja, ich bin hier auf dem Gommel-Server, wie ihr es ja schon kennt. Und ja, ich spiele eine Runde Bed Wars und ja. Ich versuche jetzt erstmal hier wieder alles zu gewinnen. Vielleicht gewinne ich auch nicht. Ich kaufe mir erstmal ein paar Blöcke und auch ein bisschen Eisen. Aber egal. Machen wir einfach nur so ein Einser-Schwert. So ganz Low-Bob-mäßig. Dann holen wir uns noch eine schicke Rüstung. Ganz schnell. Ein paar Blöcke noch. Und eben schnell. Oh Gott. Ich bin einfach hier fast runtergefallen. GG. So bad. Zack, zack, zack. Komm. Ah, egal. So. Haben wir die. Dodo, der erste ist schon fast in der Mitte. Alles klar, ciao. Okay, das sah grade, sieht gerade ein bisschen laggy aus. Ich habe keine Ahnung warum. Egal, ich baue mich jetzt schon mal hoch. Also dieser Sound, ich habe mir ein neues Headset geholt und zwar ein Rocket irgendwas. Und ja, der Sound ist einfach übel krass im Gegensatz zu meinem alten Headset. Muss ich gerade wirklich sagen. Also dieser Sound, wie sich das anhört, wenn man die Blöcke hinsetzt. Übel geil. Aber der Typ, der jetzt als erstes in der Mitte sein wird, der kann jetzt noch nicht so geiles Equip haben. Das heißt, wir müssten den eigentlich easy wegklatschen. Zack. Der hat einen Bogen. Okay. Ich verlasse die Mitte so schnell wie möglich. Und hol mir erstmal einen Bogen. Boah, ich muss mich gerade wieder übel konzentrieren, weil das ist, glaube ich... What? Ja, genau, baller auf mich einfach. GG, Lappen. Alter, auch dieser Wassersound. So. Blöcke braucht man immer. Etwas zu essen. Reichen die 33. So, erstmal was futtern. So eine schöne Rüstung holen wir uns auch noch. Die können wir immer gut gebrauchen. Zack, haben wir. So unser Schwert. Warte, welches ist? Okay, andersrum. So. Und dann können wir auch noch eine Kiste machen. Wo wir dann unsere Kunstkrams reinpacken, den wir gerade nicht brauchen. Und da haben wir ja auch ein paar Sachen hier. Das Schwert. So. Mal gucken. Da treffe ich den. Aber ich glaube, ich muss höher. Ah, grün ist jetzt auch in der Mitte. Okay, er kriegt sofort Angst, wenn ich auf ihn baller, der Lappen. Jetzt ist er noch gut. What? Bin ich Türkis? Ja, natürlich. Ja, natürlich wird ja erstmal mein Bett abgebaut, ohne dass ich das merke. Von wo ist denn der gekommen? Ist der von hier oben? Von da. Oh, mein Freund, deine letzte Stunde hat geschlagen. Wenn mich der Rote jetzt nicht sieht, müsste er eigentlich tot sein. Wow, wow, wow. Ruhig bleiben, Junge. Alter, hast du mich erschreckt. Gut, dass er die Blöcke auch daneben gebaut hat. So, dass er mich nicht runterkriegt. Alter, diese Sounds. Gott, oh Gott. Wo ist denn der hingerannt? Gelb ist jetzt bei mir drüben. Ja. Was will denn der Gelbe da bei mir in der Base? Jetzt kann ich mir noch Gutes kaufen.
Ich könnte jetzt versuchen. Alter, schade. Schade. Wäre der runtergefallen, das wäre so geil gewesen. Ich sehe nicht von wo. Hä, von wo schießt denn der auf mich? Okay, ich hole mir erstmal einen schicken Heiltrank. Das Gute ist, ich muss jetzt nicht mehr auf ein Bett zu achten. Nicht mehr auf ein Bett zu achten, genau. Auf ein Bett achten. Was die anderen jetzt schon müssen, die noch eins haben. Okay, Rot ist einfach gelieft. Das war eigentlich der erste ernste Gegner. Nice. So, einen neuen Trank. Lol. Gelb ist runtergefallen. Oh, nice. Getroffen. Getroffen. Nochmal getroffen. Ach komm. Schade. Okay, ich kann jetzt versuchen, hier wieder zurückzugehen. Wer könnte denn noch auf dem Weg sein, den ich töten könnte? Jetzt kommen hier die Snipes über die ganze Map, oder was? Wie hoch muss man denn ungefähr zielen, um den zu treffen? Schade. Ich brauche dann noch ein bisschen den Speedtrank oder sowas. Oh, das Bett von Grün wurde zerstört. What? Der hatte eine Enderperle. Oh, ich fass es nicht. Meine Gamer und recht herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde Let's Play Minecraft. Ja, ich bin hier auf dem Gommeserver und spiele eine Runde Bed Wars. Und ja, ich bin hier auf der Map Frozen. Wie man hier schon sehen kann, alles hier in Eiszeit. Und ich mache jetzt mal das Feuer aus. Wer ist mein Nachbar? Ich hoffe, das sind nette Nachbarn, die ich diesmal habe. Die nicht gleich versuchen, mich irgendwie zu töten. Das würde ich nämlich nicht so klasse finden. Schwert. Eine Rüstung. So. Ein paar Blöcke. Wo ist denn die Tür? Die Tür. Was? Okay. Bauen wir unser Bett erstmal schön ein. Zack. Reicht. Und dann würde ich sagen, ab in die Mitte. Zack, zack. So. Ist da denn schon jemand? Ich hoffe mal, dass noch keiner in der Mitte ist, weil wenn jetzt zu viele in der Mitte wären, wäre nicht so geil.
Oh Gott. So, erstmal wieder schön zurück. Wir haben wieder einen Bogen. Was heißt wieder? Wir haben jetzt das erste Mal einen Bogen. Und können jetzt erstmal uns hier die Gegner ein bisschen vom Leib halten, wenn die versuchen, uns rüberzukommen. Irgendeiner, haben wir ja gerade gemerkt, hat auch schon einen Bogen, der auf uns geschossen hat. Aber das wird uns erstmal nicht so viel interessieren. Zack, Fleisch. Easy. Einfach Fleisch. Fleisch reckt alles. So, dann ein Dreierschwert machen wir uns. Zack. Eine 7er Brustplatte. So, eine Rüstung. Zack. Und eine Spitzhacke darf natürlich auch nicht fehlen. Und wir machen noch eine Kiste für unsere Sachen, die wir übrig haben. So, also das Schwert. Das packen wir dann auch gleich rein. Zack. Und da ist einer runtergefallen, unser Nachbar. Alles klar. Ich hoffe jetzt mal, da campt keiner in der Mitte. Gut. Alles gut. 7. Zack. Haben wir. Och komm. Und weg bist du, Junge. So, wir holen uns erstmal ein schönes, dickes Schwert. Und eine Rettungsplattform können wir auch noch reinhauen. Nice. Okay, ich würde mal sagen, wir sind gut equipped bis jetzt. Okay, da fällt auch gerade einer runter. Ich weiß wieder gar nicht, welche Farbe ich bin. Ich guck mal gleich, wenn ich in der Mitte bin, welche Farbe ich bin, indem ich einmal in den Chat schreibe. Und ich hoffe, mein Bett wird in der Zeit nicht abgebaut. Okay, ich bin Türkis. Mal wieder. Irgendwie habe ich fast immer die Farbe Türkis, wenn ich gar keine Farbe auswähle. Wo ich denn als nächstes hin? Okay, wo ist denn grün? Da ist grün. Komme ich da denn hin? Ach Mensch. Da will einer frech werden. So geht das schon mal gar nicht, Junge. Wie viele Gold habe ich denn jetzt wieder? 12 Gold. Mit 13 hätte ich mir eine Enderperle holen können. Aber egal, wir brauchen glaube ich erstmal keine Enderperle. Wir können uns jetzt zu dem Boy rüberbauen. Oh Gott, das war knapp. Der dürfte noch nicht in der Mitte gewesen sein. Mein Freund, wir spielen jetzt hier den Assassin. Der Assassin, der dich vom Dach mit dem Bogen absnipt. Komm ran, Junge. Bin da. Und da bist du down, Junge. Richtig schön auf die Fresse gegeben, dem Boy. Oh, Junge, du hast ganz schön Knockback. Muss man dir lassen.
nächster Junge weg. So, wen brauchen wir jetzt noch? Nur noch Grün ist da. Okay, wenn wir dann den Grün haben, haben wir auch schon so gut wie gewonnen. Was können wir uns noch holen? Stärketrank. Glaube ich erstmal das Wichtigste, was wir jetzt brauchen. Stärketrank. Enderperle können wir uns noch nicht holen. Müssen wir noch ein bisschen in der Mitte farmen. Ja, was heißt farm? Müssen noch ein bisschen in der Mitte stayen und warten, bis wir dann was Gutes bekommen. Zack, Gott. Wo geht's denn eigentlich zu Grün hin? Okay. Das Spiel können wir auch spielen, Junge. Okay, ich bin bei ihm in der Base. Dein Bett ist jetzt auch weg. Zack. Dann schlucken wir mal hier unseren Speed-Trank. Speed-Trank, sage ich schon. Unseren Stärketrank. Und holen uns noch einen Speed- und einen Heiltrank. Oder ist er schon auf dem Weg zu uns? Ich sehe ihn noch nicht. Zack. Zack. Und einen Speed-Trank. Haben wir auch. Wow, ich habe einfach gewonnen. Geh, geh. Was war das denn für eine Runde? Einfach gewonnen. Ja, ich würde dann sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Es war zwar eine ziemlich kurze Runde, aber die Runde war eigentlich, fand ich, ziemlich spannend. Und ja, vielleicht schneide ich auch noch eine kürzere Runde dahinter. Und ja, das war's dann von mir. Und tschüss und bis nächstes Mal.